Zuletzt bei The Legend of Zelda Majora's Mask. Und er möchte Wundererbsen, 10 Deku-Nüsse, ein Fisch, das blaue Elixier, normales Quellwasser, auch ein Fisch, einen Käfer, der auch Käfer, auch ein Fisch, auch Käfer, einen Geist. 10 Bomben. Etwas, womit man Eis schmelzen kann und was das Verlangen des Geistes stillt. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von The Legend of Zelda Majora's Mask. Es geht nahtlos weiter zum letzten Part. Genau da, wo ich jetzt aufgehört habe. 2 Sekunden später beginne ich direkt den neuen Part und kann dieses Skulltula hier erledigen. Und ich muss aufpassen. Ich habe nicht mehr genug Energie. Ich hoffe, wir kriegen jetzt Energie. Aber eine Truhe sollte auch erscheinen. Aber wahrscheinlich nur, wenn wir hier die Fackeln anzünden können. Was wir nicht können, weil wir keine Energie haben. Ein bisschen blöd ist das. Haben wir irgendeinen Trank, um das aufzufüllen? Ich glaube nicht. Schade, schade. Aber wir gehen erstmal weiter. Für alle, die noch nicht wissen, wo wir sind im Labyrinth vor dem Dungeon wahrscheinlich von Ocarina of Time, von Majora's Mask im Ikana Canyon. Und hier sind Gyptos, die möchten die ganze Zeit irgendwas wie im Restaurant. Herr Ober, ich möchte einmal einen Geist oder so ähnlich, nach dem Motto. Und die verlangen das immer von uns und wir sollen das denen dann geben. Und kommen dadurch, durch die Türen hier durch. Und das ist ein bisschen nervig, dass ich keine Energie habe, weil hier brauche ich schon wieder Feuerpfeile. Vielleicht muss ich wirklich einmal rausgehen und schauen, dass ich Energie irgendwo wieder auffüllen kann. Und es wird auch immer krasser hier mit diesen Stachelwalzen, ne? Ich glaube, ich stehe sehr schlecht hier. Egal, irgendwie durchgekommen. Das ist nur eine, das sollte es auch kein Problem sein. Ein weiterer Schattengrabscher. Vielleicht ist auch der gleiche wie eben, nur dass der halt respawned ist. Das Geld ist mittlerweile auf Max wieder, das ist schön. Aber wir fragen mal die letzte Gypto, was die möchte. Gib mir etwas Kalziumreiches. Sind wir bei Pokémon hier, oder was? Kalzium. Was hat Kalzium? Ja, hier, Kalziumreich. Ist es eine Fee? Weil es möchte bestimmt auch irgendeiner eine Fee haben. Nö. Wäre auch sehr seltsam, wenn der plötzlich eine Fee haben möchte. Vielleicht eine Krabbelmine? Weiß ich nicht. Das ist ja quasi... Nein! Ja, ich habe uns beide mehr oder weniger gekillt. Was will der denn haben? Ich muss noch mal ein bisschen überlegen. Ich werde auch die Fackeln, muss ich hier auch noch anzünden. Deswegen gehe ich wahrscheinlich noch mal raus, auch aus dem Dungeon. Und das war nicht so gut getimed. Sonst habe ich es immer hinbekommen. Aber hier sind gar nicht. So, ich habe mich voll geheilt und bin noch mal auf die linke Seite gegangen und habe geschaut, ob es da noch irgendwas gibt. Und ich habe alle Wege freigeschaltet, bin überall durchgegangen. Und diese Hand, da ist es mir gerade eingefallen, erinnert mich so ein bisschen an die Hand aus Tears of the Kingdom. Die aber in dem Fall nicht aus dem Boden kam, sondern von der Decke mehr oder weniger. Ist das der Dämonenkönig? Ganondorf, oder was? Der wird von einer Hand versiegelt. Von einer Hand gehalten. Oder was ist das? Und für alle, die es noch nicht gespielt haben, keine Sorge, ich werde hier nichts spoilern. Nichts, was man nicht eh schon weiß aus Trailern oder aus dem Anfang des Spiels. Außerdem weiß ich eh noch nicht viel. Also auch wenn ich was sagen wollen würde, dann könnte ich auch nicht viel sagen, weil ich einfach das Spiel auch noch nicht so viel gespielt habe, dass ich da irgendwas sagen könnte. Es ist gerade mal eine knappe Woche draußen. Und ich habe erstmal das Tutorial mehr oder weniger gespielt. Ja, die Einführung von allen Mechaniken und so weiter. Genau. Aber dazu gerne mein Let's Play dazu anschauen. Gib mir etwas, womit man Eis schmelzen kann und was das Verlangen des Geistes stillt. Ich habe keine Ahnung, was der meint. Was will der haben? Vielleicht will er ja eine Fee, weil das Verlangen des Geistes stillen? Nee. Was kann noch das Verlangen des Geistes stillen oder Eis schmelzen? Ich habe echt keine Ahnung, was der damit meint, mit dem Verlangen des Geistes stillen und was Eis schmelzen kann. Also es ist ein bisschen verwirrend und ich merke gerade, dass ich hier falsch bin. Ich wollte nämlich in den Raum mit den Fackeln, wo wir noch eine Truhe eingezeichnet haben auf der Karte,
Und jetzt habe ich auch wieder Magie. Das heißt, ich kann wieder mit Feuerpfeilen rum experimentieren. Und die Fackeln, oha, die Truhe erscheint schon, wenn man die Fackeln hinten anzündet. Die vorderen sind gar nicht gewünscht. Sind voll egal. Okay, dann holen wir uns doch mal den Inhalt dieser Truhe. Und ignorieren die ganzen Skulltulas, die hier sind. 50 Rubine. 50 Rubine können wir nicht tragen. Schade. Aber ja, man nimmt es mit für die 100% zur Vervollständigung. Was wollte der hier oben nochmal? Da war doch auch noch einer, der was haben wollte. Ah, nee. Stimmt, genau. Hier war auch noch. Ja, wir können nicht zwei Sachen mit Energie gleichzeitig verwenden. Hier war auch noch der Raum mit dieser einzelnen Fackel, den wir auch noch aufräumen konnten oder komplettieren oder was auch immer, wie man das nennen will. Käfer gibt's ja auch. Und die Hand habe ich ja gar nicht gesehen. Gut, dass ich hier trotzdem ausgewichen bin. Wie komme ich jetzt hier durch? So schon mal nicht. Und so auch nicht. Und so auch nicht. Das war sehr lost, aber wir verlieren ja nur ein paar Herzen. Über mir ist die Hand und er möchte was Kalziumreiches. Ich habe schon überlegt, kann das sein, dass er Milch haben möchte? Weil Milch hat doch Kalzium, soweit ich weiß. Und da wir nichts anderes hier haben, was irgendwie darauf zutrifft, müsste es ja irgendwas sein, was in eine Flasche reingehört. Ich weiß nicht, Pulverfass? Bei dem anderen? Was für den Geiste und Eisschmelzen? Weiß ich nicht, vielleicht. Aber, nee, der Rest weiß ich nicht. Und bei dem anderen habe ich aber keine Ahnung. Bei dem könnte es wirklich Milch sein. Da muss ich nochmal rausgehen dafür. Und das war's, glaube ich, auch schon. Das sind die letzten zwei, denen ich noch nicht gegeben habe, was sie wollen. Ja, ich habe jetzt ein kleines Problem, glaube ich. Wo bekomme ich jetzt Milch her? Weil Milchbar hat zu. Da bin ich ein bisschen zu spät dran. Und hier sind die Kühe weg, soweit ich weiß. Also der wird gleich aufmachen, also das fertig haben in ein paar Sekunden. Aber dann sind die Kühe doch geklaut, oder? Woher bekomme ich Milch? Schlechte Neuigkeiten. Ich glaube, ich kann das nicht mehr schaffen. In diesem Zyklus zumindest nicht mehr. Weil Milch fehlt. Ich habe keine Milch. Das gibt's doch nicht. Nur wegen dieser Milch. Ich habe jetzt im Internet nachgeschaut. Da steht, ich könnte das halt bei der Milchbar bekommen. Dir zu. Oder auf der Ranch hier. Ja, ich kann mich ja höchstens noch drum kümmern, was ich fürs Geiste bekommen kann. Damit ich theoretisch da alles freigeschaltet habe, was ich sonst bekommen kann. Weil ich glaube, bei dem, wo der Milch möchte, geht's weiter. Und natürlich muss ich dann auch die davor wieder bekommen. Und abgeben, um dann zur Milch hinzukommen erstmal. Das sollte jetzt nicht so das Problem sein, ist halt ein bisschen Aufwand. Und ja, ich glaube, ich weiß aber mittlerweile, was er haben möchte. Bei dem fürs Geiste. Und zwar gibt es ja nicht nur Wasser, es gibt ja auch Quellwasser. Ich habe auch überlegt, ob es Wasser sein soll, weil Wasser ist ja grundsätzlich gut fürs Geiste. Fürs Geiste? Für den Geiste. Ja. Aber da war ich so, ja, es macht aber kein Wasser, kein Feuer weg. Nein, kein Eis weg. So ein Ding war das. Wir werden sehen, ob das die Lösung ist. Okay, ich habe mir heißes Quellwasser besorgt. Aus der Kronenquelle hier oben. Das war der schnellste Weg jetzt. Einmal da hochklettern und dann einmal Quellwasser schöpfen, nachdem man hier den Grabstein verschoben hat quasi. Und jetzt gilt es, so schnell wie möglich an den Zielort zu gelangen. Und dafür gehe ich mit Link und den Hasenohren. Das sollte das schnellste und präziseste sein. Und ich beeil mich. Ja, das ist der schnellste Weg, hier runterzukommen. Und vor allem Link rollt dann auch einfach. Der rollt einfach gegen die Wand und nimmt keinen Fallschaden.
So, gib mir etwas, womit man Eis schmelzen kann und was die Seele der Seele hilft oder so. Ah, nice, toll. Und jetzt hat er das Quellwasser bekommen. Verdampft, genau wie das Quellwasser. Oh, Hilfe. Und hier Doppelattentat. Weg damit. Weg mit dem Schmutz. Und hier ist eine Kuh. Hier ist eine Kuh! Hier ist eine Kuh! Oha, wie cool! Wie cool! Okay, ja, das ist sehr cool. Oh, die Erde bebt, weil ich gegen den Baum gerollt bin. Nein, nicht deswegen. wie war das? Eponas Lied, Eponas Song oder was? Was muss ich ihm spielen, damit er mir Milch gibt? Boah, dann schaffen wir es doch noch in diesem... Oh, schöne Musik, sie erinnert mich an die Weiden. Höre ich die Melodie, so verspüre ich den Drang, Unmengen von Milch zu produzieren. Was war das für ein Sound? Ich gebe dir gern etwas davon ab. Milch ist sehr gesund und enthält Kalzium. Nice! Oh, das ist sehr cool. Das freut mich jetzt richtig. Gut, dass wir dann doch, dass ich doch nicht so schnell aufgegeben habe und gesagt habe, ja, hier wird nichts mehr. Ich gehe dann mal und spule zurück, sondern dass ich dann noch dran geblieben bin. Weil das Spiel wahrscheinlich auch wiss. Hä? Weil das Spiel auch weiß und die Entwickler auch wissen, dass man die Milch nicht mehr bekommen kann, sobald die Milchbar zumacht am zweiten Tag und man die Kühe nicht beschützt hat. Ja, nice. Und kommen wir hier mal ohne Schaden durch. Das wäre auch mal interessant. Ich glaube, so... Ja, perfekt. Und, der Schattengrabscher geht nur bis zu einem bestimmten Punkt. Oh, ja, ich bin so lost. Ich dachte, ich hätte das Ding noch an. Und jetzt habe ich ihn gekillt. Ja, und jetzt? Nein! Ich wollte nicht killen. Ich habe mich nur verteidigt. Das war Selbstverteidigung. Hallo, steh wieder auf. Sei nicht so ein Weichei. So ein paar Schwertschläge kann man doch ab, oder? Hinfort, hinfort. Gib mir etwas Kalziumreiches. Ja, das habe ich. Ganz klar, die Milch. Habe ich direkt dran gedacht, natürlich. Und war auch gar kein Problem, die zu bekommen. Hier, bitteschön. Ab in den letzten Raum. Fragezeichen, letzter Gang. Ja, es hat schon irgendwie so Endstimmung. Und wir bekommen das Spiegelschild, oder was? Es sieht sehr so aus, weil hier eine Sonne ist. Und die war in Ocarina of Time auch schon ein Grund für das Spiegelschild. Oder beziehungsweise ein Werkzeug, was man mit dem Spiegelschild benutzt hat. Und, boah, die Erde bebt ganz schön heftig mal wieder. 4 Fackeln müssen wir anzünden und dann erscheint die goldbeschlagene Truhe mit dem Spiegelschild, oder? Ich denke, das ist keine Überraschung, oder werden wir doch überrascht? Das kann gar nicht sein. Also, in Ocarina of Time gab es das Spiegelschild bei Gerudo, bei den Gerudos, also auch quasi beim Canyon. Und, oh, ich dachte, das wäre eine Maske. Du hast den Spiegelschild erhalten. Drücke R, um in Verteidigungsposition zu bekommen. Und du kannst, ja, zielen. Und das ist jetzt auch unser standardmäßig ausgerüsteter Schild. Wir müssen dafür aber das Schwert wegstecken. Nee, müssen wir nicht. Hä? Okay, irgendwie hat das gar nicht so geklappt, wie ich das wollte. Und die Sonne, die grinst mal wieder ziemlich weird, ziemlich seltsam. Und wir können hier hochklettern. Und kann man hier durchgehen? Nein? Bombe? Oh ne, sag nicht, wir brauchen jetzt auch noch ein Pulverfass am Ende. Oh, das wäre ja auch jetzt echt irgendwann auch zu viel. Aber es wäre natürlich wieder Ausnutzen von allem. Ja. Wir brauchen safe ein Pulverfass. Oder eine Krabbelmine? Ja, aber eine Krabbelmine hat eigentlich die gleiche Explosionsstärke wie eine Bombe. Nee, keine Krabbelmine. Es wird wahrscheinlich ein Pulverfass benötigt. Und wer weiß, wie viel danach noch kommt. Aber immerhin haben wir jetzt hier den Spiegelschild und können damit bestimmt irgendwas abkürzen später. Ich will trotzdem noch so weit wie möglich kommen hier. Weil wer weiß, vielleicht muss man dann doch hier durchkommen, bevor man nicht eine andere Abkürzung beim nächsten Bereich... Das ist wahrscheinlich dieses Schloss mittlerweile, oder? Bevor man da nicht eine Abkürzung freigeschaltet hat, muss man wahrscheinlich immer durch den Brunnen... So, legen wir es hier ab. Schützen uns als Krone mit unserem Panzer, weil sobald man das Schild ausgerüstet hat, beziehungsweise sich als...
Es muss doch hier weitergehen. Oder muss ich das auch blenden? Ich muss das blenden. Okay, dann geht's hier weiter. Mal schauen, was es hier noch gibt. Ich dachte, tatsächlich, muss ich zugeben, ich habe gelesen, dass man ein Pulverfass braucht. Und deswegen dachte ich, dass ich das hier brauche. Ich habe das nämlich gelesen und zufällig, als ich geschaut habe, wo es Milch gibt. Und das hat mich jetzt ein bisschen eingeschränkt in meinem Denken. Und auch, dass ich vorher was anderes probiere, habe ich nicht gecheckt. Naja, das ist das Problem an Spoilern, ne? Wahrscheinlich brauchen wir das Pulver fast trotzdem gleich nochmal, irgendwo anders. Ist jetzt nervig, aber selbst schuld, wenn man sich spoilern lässt. Aber ist okay. Mehr habe ich nicht gelesen, versprochen. Und weiter geht's mit vollem Herzen. Hier, das scheint wie ein Wasserrätsel zu sein. Können wir da den Brunnen fluten gleich, oder was? Irgendwas wird ja auch weiterkommen mit dem Spiegelschild. Das ist ja jetzt neu. Und da vorne ist wieder so ein Block, den wir blenden können. Hier geht's rein. Wir haben echt nicht mehr viel Zeit. Ich muss aber schnell nochmal schauen, ein bisschen Überblick bekommen. Wo kommt denn das Wasser her, bitte? Von hier kommt das Wasser. Das heißt, es läuft hier irgendwie rein, oder was? Okay, mal schauen. Wir müssen schnell hier rein, damit wir schnell noch das schaffen, was zu schaffen gilt, in diesem Part. Grundsätzlich finde ich Wasserrätsel auch ganz cool. Okay, aber hier wartet doch noch einiges auf uns. Sieht zumindest so aus. Da mal los. Erstes Auge hier. Schön geschlossen. Das öffnet dann eine weitere Tür, eine runde Tür. Interessant. Lol. Plötzlich tanzen die. Plötzlich tanzen die gibt es für mich, wenn ich die Maske aufhab. Weil die dann plötzlich denken, ich bin ihr Anführer oder was auch immer. Aber die stehen wahrscheinlich auch wieder auf, so wie die anderen. Dann gehe ich doch mal hier in den Raum, den ich jetzt schon mal aufgemacht habe. Und schau, was es hier zu geben erscheint. Hä, lol. Ah, das ist ein Schatten. Ach so. Chill, chill, chill. So, ich muss weg. Und dann kann ich ihn angreifen, wenn er nicht grün ist. Wo ist der andere? Komm her. Wo versteckt er sich? Da. Oh, der gibt mir die Hand. Und seine Hand wächst wieder. Oh nein. Oh, man darf sich nicht erwischen lassen. Das ist ganz schlecht. Immerhin habe ich hier voll Heal. Er ist wieder down. Und dieser meist schlauer mit einer Wirbelattacke. Und hier genauso. Und ich hoffe, dann sind endlich alle down. Und das war, glaube ich, gar nicht notwendig. Aber hier ist auch gar kein Licht. Gehe erstmal auf die andere Seite. Hier geht es ja auch nur in einen einzelnen Raum so. Muss ich aber erstmal da oben aufmachen. Irgendwie muss ich oben den Lichtschalter finden, dass von oben in jedem Raum hier Licht ist. Von der Idee ganz gut. Wie ich das mache, ist die Frage. Hier ist wieder so ein länglicher, ziemlich leerer Raum. Mit einem Rätsel. Und da komme ich nicht hoch. Ich aktiviere mal den Kristallschalter. Der aktiviert dann... Ah. Der lässt dann die Decke hochfahren und ich muss mich beeilen, um durchzukommen, oder was? Ich renne einfach mal mit den Hasenohren und komme so durch. Perfekt. Und kann ich von hier... drauf. Ah, nee, ich muss... Ah, klar, ich muss mit dem Deku irgendwie hoch. Aber wie mache ich das? Komme ich hier vorne, von vorne hoch? Ich lasse das einfach nochmal hochfahren. Verwandle mich in den Deku. Ah, nee, ich kann direkt da oben auf die Plattform. Aber nicht von hier. Und wenn ich von hier drauf gehe, dann sterbe ich. Dann bin ich tot. Bin ich platt wie eine Flunder. Oder so ähnlich. Dann mal los, schnell zum nächsten. Von denen zur nächsten Blume hochschießen. Das schaffe ich nicht. Niemals schaffe ich das. Was soll ich denn machen? Kann ich doch hier oben drauf? Nee, es tut mir weh. Alles oder nur die roten Flecken? Alles.
Und jetzt? Was passiert denn, wenn ich die Decke runterfallen lasse, während ich da drin bin? Ah ja, da habe ich mehr Zeit. Okay, alles klar. Und dann schaffe ich das hier hoch, oder was? Tatsächlich. Und hier? Ah, hier fällt die Decke nicht auf mich. Und als Link kann ich dann den Schalter aktivieren. Okay, so schön und gut das jetzt auch ist. Ich werde auch voll viel Schaden jetzt nehmen, oder? Ja, bisschen, okay. Ich dachte, ich falle nicht so weit. Aber wenn ich doch so weit falle, dann ist ja alles gut. Und hier geht's weiter als Deku. Und mit den Blumen. Aber es kann sein, dass ich jetzt da hinten von dem Gegner hier in Empfang genommen werde. Wo geht's denn weiter? Da oben irgendwo oder was? Ne, dahinter. Hinter der Säule. Das erinnert mich so ein bisschen an den ersten Dungeon. Da war es ja auch viel mit hin und her fliegen. Und ich falle runter. Aber ich weiß auch, dass ich jetzt darüber fliegen muss zur anderen Seite, um den Kristallschalter zu aktivieren. Und dass ich die Skulltulas vorher beseitigen muss, bevor ich da hinspringen möchte. Also, Deku Link ist zu leicht. Mal wieder, man kennt's. Und das öffnet die Tür. Okay, also ohne das würde ich jetzt auch nicht weiterkommen. Komme ich auch nicht. Ah ja, doch. Okay. Bisschen krumm, aber ist okay. Ich versuche mal, mich ganz an den Rand hier zu stellen. Nein, das bringt nichts. Ich muss hier rüber. Da bekomme ich auch zum Glück immer Leben. Ah ne, bekomme ich nicht. Die Krüge sind leer, wenn man einmal da war. Ich rüste einfach mal die Pfeile aus mit Link. Und vernichte alle Skulltulas, die auch so glühende Zähne haben oder so glühendes irgendwas. Sieht auch ziemlich heftig aus. Ist mir auch gar nicht so aufgefallen vorher. Auch die da oben hängen. Zum Glück können die Pfeile von vorne und von hinten treffen. Das heißt, die müssen sich nicht erst umdrehen, was sie da oben nie machen würden. Und jetzt kann ich bestimmt einfach durchfliegen in einem. Okay, hier noch nicht. Hier muss ich wirklich Link nehmen. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Das gibt's doch nicht. Oh nee, und jetzt leben die alle wieder. Wetten. Okay, ich habe die jetzt diesmal von vorne gekillt. Und flieg einfach direkt nach hinten. Es kann sein, dass ich von hier nicht darüber komme. Ich werde es trotzdem probieren. Hier gibt es sogar so einen kleinen Rand, von dem Link wie ein Stein runterfällt. Was soll denn das? Ganz im Ernst, was ist denn... Was kann Link eigentlich? Hä? Und das war seltsam, weil warum sind die nicht direkt explodiert? Wie so eine Zeitmine oder irgendwie sowas. Ja, dann fliege ich halt einfach... Ah, stopp. Die Tür ist wieder zu. Habe ich gerade gecheckt. Dann fliege ich halt einfach direkt durch. Dann beseitige ich die. Gehe hier auf den Schalter. Das Einzige, was jetzt noch ein bisschen krumm ist, ist der Weg hier rüber. Was soll ich denn machen? Was ist denn der Plan von dem Spiel hier? Ich habe auch nicht mehr viel Zeit. Es ist schon 12 Uhr am letzten Tag. Noch ein Durchlauf, dann ist Ende. Aber ja, ich versuch's nochmal. Eben bin ich doch mit Link schön hier rüber gesprungen. Warum denn jetzt nicht? Wie, wo soll ich denn hin? Ich komm doch da gar nicht hin. Kann ich von hier rüber springen? Es geht nicht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Aber ich muss da drauf, ganz sicher. Anders geht's nicht. So, jetzt mit Anlauf. Es geht nicht. Ich hab's doch vorhin geschafft. Was mache ich denn anders als vorhin? Und wenn das richtig so ist, dass ich da nicht rüber soll, dann sollen die das anders kennzeichnen, dass ich weiß, wo ich hin soll. Mann. Ist voll nervig. Jetzt aktiviere ich den Schalter schon zum 10. Mal. Mittlerweile weiß ich auch, dass ich da hin muss. Und die ganze Zeit kommt auch diese bescheuerte Sequenz, die mir nochmal zeigt, dass die Tür jetzt wirklich offen ist. Was mir nichts hilft, wenn ich da nicht rüberkomme. Ich hab keinen Schwung. Was soll ich denn machen? Wohin soll ich? Was soll ich tun? Oder soll ich darüber springen? Soll ich. Ist das Ziel, dass ich hier rüber. Lol. Hä? Ach, das sind unsichtbare. Ach, das sind unsichtbare Plattformen oder was? Nicht dein Ernst.
Ich mühe mir hier einen ab. Und dann kann ich einfach hier im Nichts stehen. Ist doch nicht euer Ernst. Ja, und dann fällt er runter wie ein Stein. Das verstehe ich auch wieder nicht. Aber ja gut, dann weiß ich immerhin, wie das hier gemacht werden soll. Und wir sollen tatsächlich über diese Plattformen springen, wo die Skulltulas sind. Weil ich habe mich auch ein bisschen gewundert, warum die da sind, wenn man die eh nicht braucht. Aber man braucht die. Nur es ist nicht so eindeutig. So, dann jetzt aber bitte. Darf ich jetzt das auch mal schaffen, den Raum hier? Erstmal einen leichten Sprung hier hin. Dann nehme ich lieber meinen Pfeil nochmal. Ganz auf Nummer sicher. Hier hoch komme ich. Perfekt. Da drüben ist keine unsichtbare Plattform mehr. Da sollte ich mit einem normalen Rollsprung hinkommen. Ja, ziemlich locker. Und darüber. Auch. Und weiter. Schnell weiter. Bevor hier irgendwas passiert. Ich habe gerade mit dem Pfeil, mit dem ich den hinteren treffen wollte, den vorderen getroffen und den gekillt. Auf jeden Fall sind wir weiter eine Etage höher. Es war ein bisschen überraschend, aber ich sollte, glaube ich, auch getroffen werden da. Es war unausweichlich gefühlt.